Ich leuchte. Au! Ah! Was war das? Au! Yo, meine Kartoffelfreunde, unsere Kartoffelfreunde, liebe Freunde. Wir sind hier wieder in der Let's Battle Staffel, Folge Staffel 12. Und ich finde die verfickten Kisten nicht. Dominik, Marcel, wo sind die? Kannst du den Eingang zumachen von dem. Du hast gerade mein Dings eingesammelt. Die Kisten, die habe ich doch hier hinter Smoothstone eingekramt. Ach ja, Smoothstone. Oh, ich bin ein Hundesohn. Ja, siehst du? Das habe ich dir doch schon immer gesagt. Weißt du, was wir mitgenommen haben? Was? Unser ganzes Essen. Stimmt. Da waren wir sich aber freuen. Scheiße. Oh, wir sind so raus, Diggi. Wir sind so raus, ey. Also, was das Training angeht. Nein, ist nix gelaufen. Es war halt echt mies, dass... Ein Hühnchen ist hier. Das brate ich direkt mal. Im Ofen. Es war halt einfach richtig mies, dass irgendwie ich stecken geblieben bin. Sonst hätten wir die echt mit dem Schwert gekillt. Die wären bestimmt auch auf Half-Life gewesen. Ja, der eine hat auf jeden Fall ein paar Hits von mir gekriegt. Ja, und der andere hat von mir auch ordentlich kassiert. Auf jeden Fall. So ist es ja nicht. Was hältst du davon, wenn wir... Was hast du noch für Rüstung von mir, für mich? Gar nichts. Okay, gar gut. Nix. Kannst du alles machen und für mich bitte ein paar Schuhe. Wenn ich könnte. Ich habe selbst nicht so viel Eisen. Eisen haben wir doch genug in der Kiste, oder? Ich muss mir jetzt alles wegnehmen erstmal. Dann müssen wir auch wieder auf Eisen gehen. Ja, mir fehlt ein Eisen für ein paar Schuhe. Aber ich würde gerne auch noch Werkzeug mit Eisen machen oder so, ne? Ja, und Schwerter, ne? Ja, also ich kann ein Schwert mit Eisen machen, mehr kann ich nicht. Ich mach für mich auch eins. Und eine Spitzhacke kann ich dir machen. Soll ich dir eine Spitzhacke machen? Ja, bitte, mein Freund. Okay, da legst du. Haben wir noch Kohle? Ja, haben wir noch. Ah, das ist schade. Richtig schade. Schade. Okay, ich schlage vor, da war doch irgendwo ein Pilzbiom. Weißt du noch, wo das war? Das sehen wir, glaube ich, sogar von hier. Wieso? Dann würde ich vorschlagen, dass wir in das Pilzbiom gehen, ganz viele Pilze holen und dann in die Höhle gehen, weil damit können wir uns ja ein bisschen ernähren, eine Zeit lang. Ich bin ein Spasti, Mann, ich mache eine Holzaxt. Haben wir noch Lapis Lazuli so, dann nehme ich das Lapis Lazuli auch mit, damit wir uns in der Höhle vielleicht gleich eine Waffenbox machen können, falls wir genug Eisen bekommen. So, Holz auf jeden Fall auch mitnehmen. Mann, ich bin ein Hurensohn! Was ist denn? Ich habe schon wieder Holzsachen gemacht. Alles klar. Meine Fresse! Ja. Kriegst du mich auf, ey. So. Nichts zu gebrauchen. Kohle haben wir auch noch. Ja gut, dann baue ich mich hier mal raus und dann gehen wir ins Pilzbiom, holen die Pilze und dann schauen wir weiter. Baust du zu? Ja, ich hab kein Holz, Muschi. Ja, dann komm raus. So, warte. Das war... Wo ist dieses Naga-Ding? Das war direkt neben dem Naga-Teil. Aber das war in die Richtung der feindlichen Base. Das heißt, in die Richtung hier. Da ist so ein Hexenhäuschen. Da ist die Arena. Da muss das links davon sein. Da muss das in die Richtung hier sein. Nein. Links geht's zum Spawn. Rechts geht's zu der Gegnerbase. Lass dann die Hirsche hier auf jeden Fall mitnehmen. Ich nehm jetzt alles mit, was ich kann. Aua. Wurde gehittet. Ich auch. Kappa. Hey, Kappa, Kappa, hey, Kappa, Kappa, hey. Alles klar, Mathe. Alles klar. Ja, das war auf jeden Fall wollte ich mit euch über ein etwas ernsteres Thema sprechen. Mein Beileid. Oh, dankeschön. Nee, keine Ahnung. Ich weiß halt echt nicht. Was denkst du? Wo siehst du YouTube in 2 Jahren? Meinst du, es wird immer asozialer oder? Ich sehe nicht mal mehr dich. Also, da hinten. Kommst du? Wo bist du? Ich bin direkt bei dem Naga-Festung auf der linken Seite. Lauf weiter. Mhm. Von mir aus, auf der linken? Ja. Ich weiß nicht. YouTube entwickelt sich gerade in eine Richtung, die ich nicht so cool finde. Ja, das stimmt. Aber irgendwie ist mein Herz halt immer noch bei YouTube. Und nicht bei Twitch oder so. Also ich könnte mir nicht vorstellen, Twitch-Streamer zu werden. Ah, du, mir ist das sogar angenehmer als, oder lieber als YouTube in einigen Hinsichten. Daher... Ja, glaube ich dir, aber... Jock, mit einer Axt abbauen, ne? Ich finde es halt viel zu anstrengend, immer live zu sein. Also ich finde es cool, ein Video zu haben, was man dann hochlädt. Weißt du, und das bleibt dann praktisch immer und Twitch ist ja eher so... Kriegt man nicht jedes Mal einen Pilz daraus? Nee, nur zufällige Anzahl, irgendwie so. Wir brauchen auf jeden Fall eine Höhle und dann müssen wir uns einfach mal eine Folge durch diese Höhle kämpfen und alles mitnehmen. Aber man bekommt manchmal auch richtig viele Pilze raus. Ich habe jetzt schon 10 rote, also das ist ja echt der Wahnsinn. Da können wir uns echt eine Zeit lang mit ernähren. So 18 rote. Hier sind gar nicht genug braune. Ach doch, da hinten ist ein brauner. Ich habe da, pass auf, dass du nicht in die Schlucht fällst, ne? Die ist da gleich.
Ja. Ich habe da einen Ofen aufgestellt. Kannst du den dann bitte mitnehmen mit dem Fleisch? Ja, nehme ich sofort. Ich nehme den roten hier noch mit. Ist es egal, welche Pilze wir hier haben? Ja, ne? Ja, es müssen halt rote und braune sein, ne? Achso. Aus denen können wir dann Pilzsuppen machen. Okay. Weißt du, was ich meine? Zwei, ein roter und ein brauner sind immer eine Suppe. Und die Pilzsuppe, die gibt einem halt richtig viel Nahrung, ne? Also die macht, glaube ich, 5 Hungerbalken voll oder 4,5, keine Ahnung. Ich habe 11 und 8. Ja, habe ich alles mitgenommen. Okay. Dann weißt du, wie die Pilzsuppen gemacht, die Pilzschüsseln gemacht werden? Wie ein Eimer, ja. Ja. Nur mit Holz. Ist halt übelst nervig mit dem Auffüllen, aber gut, was soll man machen, ne? Besser als verhungern unter der Höhle. In der Höhle. So, ich habe jetzt 4 Suppen, reicht erstmal. Dann nehme ich die paar Pilze noch mit, dann können wir eigentlich direkt in die Höhle gehen und... Ja, ja, definitiv. Also da in die Höhle, die da war, ne? Hier unter mir? Die Schlucht hier? Ja, genau, da rein, ja. Ja, die haben einen Enchanter, okay. Gut. Direkt mal Eisen gefunden, das ist super. Warte, komm rein hier ins Wasser. Ja, ich komm. Und dann, ich mach das Wasser nämlich gleich weg, weil sonst kommen wir hier nicht hoch und runter. Okay, mach's weg. Ja, ab schon. So, Kohle. So, ab jetzt wieder immer sneaken, ne? Weil die Schutzzeit von uns ist, glaube ich, auch schon wieder vorbei. Ist nur schlecht, weil ich das zweite Loch von Wasser vergessen habe. So, also, ja, YouTube, ich weiß nicht, ist halt echt schwierig. Ich habe halt auch einfach das Gefühl, die Leute wollen immer seichteren Content. Also, ich habe das Gefühl, dass sich fast keiner mehr so wirklich ein Let's Play anschauen will, weil es einfach viel zu anstrengend ist. Stattdessen kann man sich ja einfach so ein paar Pranks anschauen oder... Nee, ich muss aber auch sagen, ich finde so ein Let's Play... Ich finde so ein Let's Play nicht so spannend, wie als wenn wir beispielsweise so ein Best-of-Horror-Games von mir oder so angucken. Da gucke ich mir auch, lieber irgendwie, sagen wir, ein Livestream Best-of von Montana Black an oder so, als seine Gaming-Videos oder so. Oder als seine Livestreams direkt. Kann das auch sein, dass du seine Livestreams auch nicht so gerne anschaust? Man will halt möglichst viel Content in möglichst kurzer Zeit. Ja, das stimmt. Das will man. Und irgendwie bieten immer mehr Leute das an und deshalb nutzt man das dann wahrscheinlich auch. Ich brenne, Digga. Dann geh ins Wasser. Ja, ich war in der Lava. What the fuck war das denn? Brauchen wir Lapis? Das läufst du auch in die Lava, Minion. Ja, brauchen. Nee, ich hab noch, aber... Ich hab mitgenommen. Musst aber nicht so viel mitnehmen. Bringt ja auch ein bisschen EXP fürs Enchanten, falls wir das mal machen sollten. Meine Fresse, ist das hier nervig. Ich bin die Aua. Das mit dem Wasser ist so anstrengend. Ja, hast du absolut recht. Sag mal, ist das da oben Ironwood? Liverwood? Ne, okay, das ist kein Ironwood. Mir hat nämlich jemand geschrieben, dass wir mit Ironwood direkt enchantete Sachen craften können, aber das war ja kein Ironwood, von daher ist es was komplett anderes. Also diese Schlucht hier, die ist ja echt gigantisch. Wir laufen gerade in die Richtung der gegnerischen Base, ne? Ja, wir sind ja gerade in der Schlucht, von daher ist mir das egal. Hier ist ja safe in der Schlucht, oder? Aber ich glaube, hier war auch schon jemand. Ja, du meinst, weil hier alles immer... Oh, komm mal her! Weil hier nicht mehr so viele Rohstoffe sind. Wo soll ich hinkommen? Hier. Ich baue gerade das Eisen hier oben ab. Ah, scheiße, ich komme da gar nicht hoch. Ja, gut. Kann man halt nur nicht immer machen. Aber ja, eigentlich hast du recht. Man will mehr Content in kürzerer Zeit. Ja, deswegen... Für so Hobby-Let's Player ist es eigentlich unmöglich zu machen. Wie viele Stunden Arbeit da drin steckt. Also in so einem Best-of definitiv sehr viel, ja. Ja, auf jeden Fall. Wo bist du? Ach, da oben. Genau. Jetzt springst du gerade wieder. Ne, warte mal, hä? Hä? Sag nicht, du siehst Gegner. Ich bin über dir. Hallo. Das ja. Eisen. Ja, das hier ist ein bisschen Eisen. Aber leider keine richtige Höhle, wo wir Creeper finden oder so. Und was mir jetzt auch aufgefallen ist, also es gibt ja schon seit so 1-2 Jahren richtig fette Roleplay-Videos in Minecraft. Die werden auch sehr gerne geschaut, wahrscheinlich gerade wegen der Story. Aber ehrlich gesagt, wenn ich mir sowas mal anschaue, merke ich halt schon, dass es für sehr, sehr junge Zuschauer gemacht wollen ist. Wollen wir nach oben? Ich persönlich kann mir das nicht geben. Ja, komm, lass raus und eine andere Höhle suchen. Ja, oder wir können da hinten in die andere Richtung, war ja auch noch ein Weg, oder? Kann sein. Ich esse jetzt auf jeden Fall wieder meine Bowl. Dann schon mal weiter. Oh Mann, das ist jetzt so doof, ne? Wir hatten gerade einiges zusammengesammelt und auf einmal, Ja, aber war doch ein netter Kampf. Bisschen kurz, aber egal. Ja, das stimmt. Und die haben gesagt, ich schau mal, was sie noch machen, weil ich da so stecken geblieben bin. Also mal gucken, ob sie was machen. Ja. Weil ich mir nicht vorstellen kann, was man da machen soll. Aber gut. Geht's hier rein? Meinst du, es geht da unten weiter? Ja? Okay. Ja, hier geht's ordentlich rein. Cool. Pass auf. Alter, das sind so viele. Oh, okay, gut. Ich leuchte gerade mal aus, dass da nicht von allen Seiten was kommt.
Der hat einen verzauberten Bogen, den will ich haben. Ja, den hast du bekommen. Das ist aber nur Power 1. Aber hey, immerhin. Wir hatten doch Pfeile in der Kiste. Warum haben wir die nicht mitgenommen? Mensch. Eisen. So, ich leuchte. Au! Ah! Was war das? Au! Ich glaube, hier ist was unsichtbar. Ich muss disconnecten. Ich glaube, da war ein unsichtbarer Mob oder so. Ja. Der war unsichtbar und hätte mich fast gekillt, Alter. Achso, du hast ihn einfach nicht sehen können oder ja, er war wirklich unsichtbar? Ich hab den nicht gesehen. Also der war sichtbar, nur ich hab den nicht gesehen. War ein Minecraft-Bug. Ich dachte jetzt schon, ich werde von irgendeinem Gegner angegriffen, der Unsichtbarkeit hat oder so. Oh! Oh, Alter, du Hurensohn-Zombie, Alter. Meine Fresse, du hast ja gerade. Alter. Also Eisen habe ich auf jeden Fall wieder ordentlich, was? Bist du schon rechts gewesen, ja, ne? Ja, da geht's nicht weiter. Und hier ist schon wieder Tageslicht. Creeper. Mach du den. Kümmerst du dich? Oder? Achtung, der verfolgt dich, ne? Ja, ja. Greif du ihn an, wenn er mich fokust. Er fokust immer noch mich. Nochmal, schön. Sehr schön. Ich guck gleich, ob ich Schwarzpulver hab. Ich muss nur die Viecher hier killen. Kein Schwarzpulver, oder? Ah, scheiße. Er hat nichts gedroppt. Schade. Egal, hier geht's weiter runter. Ja. Stirbst du? Hä? Ich muss auch disconnecten, aber disconnecten, auch nicht. Ja, das ist so ein Bug. Das sind immer die Kobolde, ne? Aber hier unten geht's ja auch gar nicht weiter. Kommst du wieder rauf? Ja, er lockt ein. Enderman. Ich kill den mal, okay. Ja. Oh, scheiße. Ah, jetzt sehe ich den Kobold von oben. Oh, hier geht's wieder weiter. Wo genau bist du? Hier, wo ich bin, geht's weiter. Da. Hier. Okay, nein, aber hier ist auch noch eine Höhle bei mir. Komm mal mit in meine Richtung. Hier. Hier geht's weiter runter. Ich dass mich gleich der Enderman versucht anzugreifen. Ja, aber guck mal, hier sieht's interessant aus. Okay, das stimmt. Das ist Eisen. Hier ist Eisen. Oh, ich hab aber Enderman, noch eine Enderman, Fackel. Enderman. Der ist gerade irgendwo hinter dich teleportiert. Lol, der stirbt gerade. Hat sich wahrscheinlich in so einen Block teleportiert oder so. Ja, das hört sich ganz danach an. Ich mach mal wieder ein paar Fackeln. Guck mal, hier sind auf einmal wieder gar keine Mobs. Au! Der Enderman killt mich. Oh. Warte, ich komm zu dir. Nee, es ist alles gut. Ich bin ins Wasser gesprungen. Es ist halt nervig, weil der mich jetzt gefokust hat und einfach nicht gegen mich kämpfen will, wie ein ehrenhafter Mann. Oh, hier können wir durch. Komm mal her. Moment. Oh ja, hier ist ordentlich was. Ja, Eisen. Und zwar richtig. Schon. Oder sind das, waren wir das oder waren ja, das Gegner? Ja, wir sind da oben, Fackeln? Wir sind einfach nur oben rumgelaufen eben. Okay. Zack. Ja, aber das mit den Mobs ist wirklich, wirklich richtig komisch. Wir müssen uns einfach echt was mit den Creepern überlegen, weil Eisen finden wir genug in den ganzen Höhlen hier. Nur das mit dem Schwarzpulver ist das Problem. Und wenn wir genug Gunpowder haben, können wir so coole Waffen bauen. Also ich meine, so ein paar Bazookas und die Gegner, die sind Geschichte. Und wir rocken das hier noch. Hier ist so eine Unterwasserwelt. Also, naja gut, eine Höhle, die unter Wasser geht. Okay. Oh, bei mir war gerade so ein Höhlengeräusch. Vielleicht spawnt bei mir was in der Nähe. Ja, dann müssen wir echt mal gucken. So, das war's aber auch schon wieder mit der Folge, Leute. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Haut rein. Tschüss.